Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder eine Map-Vorstellung für euch und diesmal habe ich hier ein besonderes Schmankerl, eine amerikanische Vierfachkarte, die Elk Mountain, Wyoming. Klingt auch schon so amerikanisch. Ich habe mittlerweile schon viel darüber gehört und hab sie mir aber noch nicht angeschaut. Von daher, das machen wir jetzt gemeinsam. Ich würde sagen, wir starten einmal und gucken, was passiert. So. Holy shit. Wo sind denn wir gelandet hier? In den Bergen, an einem Lagerfeuer. Und wenn ich mir das hier mal so anschaue, muss ich sagen, das sieht mir schon verdammt realistisch aus. Alleine dieses kleine Eckchen hier. Ach nee. Was haben wir denn da für eine Karre? Okay, also wenn wir da eine Karre haben, dann denke ich mal, haben wir auch Startfahrzeuge. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal hier an, was wir denn zur Verfügung haben. Und ich sehe hier schon eine ganze Menge Großtraktoren. Okay, ein John Deere. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Truck. Den Mähdrescher Deutz. Jawohl. Okay, kennen wir schon. Anhänger haben wir noch. Jawohl. Schneidwerk ist eh klar. Hier noch ein schönen Grubber. Und eine schöne Rapid, ja, die mag ich. Netter Düngerstreuer. Dann einmal schönes Kuhn-Schneidwerk zum Grasmähen. Dann haben wir passend dazu noch einen Wender. Einmal den Spader. Ballenpresse. Oh, haben wir gleich zwei hier. Sehr schön. Rundballen, Quaderballen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Fass zum Flüssigkeiten transportieren. Tiertransportanhänger. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht unbedingt auf jeder Karte gesehen. Und natürlich hier Frontladeranbau und sogar Förderbänder. Also das wird jetzt schon ein bisschen interessant hier. Und ja, ich würde mal behaupten, das sieht aus wie eine Straße hier. Komm. Wir fahren hier mal ein bisschen runter. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das hier hingeht. Man sollte auf jeden Fall hier nur nicht zu schnell fahren. Sonst landet man hier direkt irgendwo die Klippe runter. Uiuiui, und hier sind Steine, bist du närrisch. Und wenn ich mir hier unten so die kleine Map angucke, dann ist das hier ernst gemeint mit der Straße. Alter Schwede. So, rechts, links, hier lang. Alleine, wenn ich mir hier schon den Wald angucke, ist das schon sehr interessant gemacht.
Okay. Nice. Also man sollte hier definitiv nicht zu schnell fahren. So. Oh. Okay, also das ist auf jeden Fall mal sehr interessant gewesen. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall jetzt mal eine etwas breitere, größere Straße, würde ich sagen. Und egal, komm, wir gucken uns jetzt mal die Karte an, denn das ist auf jeden Fall mal sehr interessant. So, das ist hier die Karte. Und wo stehen wir? Wir sind jetzt hier. Also einmal von hier oben runtergefahren die Straße bis daher. Und man sieht also, das Ganze beruht auf einer ja, wahren Umgebung. Ich habe es mir bei Google noch nicht genau angeschaut, aber das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr interessanten Eindruck. So, wenn ich mir das Ganze mal anschaue, wir haben hier auf jeden Fall einen überarbeiteten Wachstumskalender. Dann gibt es hier auf jeden Fall verschiedene Verkaufsstellen. Wir haben vom Ganzen auf jeden Fall mal Standard und dann gibt es hier noch eine ganze Menge mehr dazu. Ja, was gibt's alles dazu? Wir haben auf jeden Fall Bergbau hier mit verbaut. Wenn ihr euch das runterladet, gibt es einmal die Karte und dann gibt es noch ein Zusatzpack. Das muss auch runtergeladen werden und einmal entpackt werden. Und die Mods dann dementsprechend in den Mod-Ordner mit rein, damit natürlich dann die ganzen Gebäude etc. Ja, auch dann auf der Karte erscheinen. Ja, dann gibt es insgesamt 12 Elchgeweih-Sammlerstücke. So hat er das hier beschrieben. Und auch 3 neue Sammlerstücke, was auch immer das heißen mag. Und dann gibt es auf der Karte 4 weitere Bauernhofstandorte. Ja, sehr schön. So. Dann haben wir natürlich wieder hier das Thema, dass die Türen nicht funktionieren, bevor man das Land nicht gekauft hat. So schreibt er das hier auch in der Beschreibung. Ist halt alles auf Englisch. Und es gibt hier insgesamt 10 Felder, die man bewirtschaften kann. Das sieht man jetzt hier auch schon überall. Die sind auch nummeriert, wie man hier sieht. Dann ja, haben wir natürlich relativ viel Wald gesehen. Wir können natürlich mal gucken. Der Bereich hier, der gehört uns schon mal. Dann wird hier dementsprechend auch, vermute ich mal, der Hof oder ähnliches in der Nähe sein. Da bin ich mal gespannt. Dann gucken wir mal. Aha, kann man ja so wunderbar sehen. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Kostet auch ein paar Euro. Aber es ist trotzdem noch relativ human. Ja, ich würde sagen, wir lassen das Auto jetzt mal stehen und schauen uns mal gleich im Flugmodus die Karte von oben an. Wir gehen einmal nochmal hier kurz durch. Wir haben hier die Müslifabrik. Die Ölmühle ist schon direkt mit verbaut. Tankstelle ist eh klar. Dann sehe ich hier unten auf jeden Fall ein Zug. Das ist genial. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Dann haben wir hier noch Verkaufsstelle, Biomasse, Heizkraftwerk, Clearwater Corp, Getreidemühle. Also, das heißt,
Hier sind etliche Sachen, die kennt man schon. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen Bereich mit der Tankstelle. Die Spinnerei ist verbaut. Molkerei. Fahrzeughändler. Farmers Market. Also verschiedene Verkaufseinheiten, Verkaufsstellen. Schneiderei. Bäckerei. Fast Food. Okay, Dealership. Okay, interessant. Das gucken wir gleich mal, was das ist. Schreinerei, Zuckerfabrik. Ah, wir kaufen Heu, Seed, Pferd und Leim, Feedstore, Viehhandel. Okay. Ich würde sagen, wir fangen hier mal am Hof an. So, da. Farmhaus. Let's go. So. Sehr nice hier. Okay, ich glaube, da wissen wir alle, was das hier ist. Da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. So, schöne Garage. Hier auch liebevoll so ein bisschen dekoriert. Holz verkaufen, okay. Interessant, okay. So, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Gewächshaus. Dann gehen wir hier auf jeden Fall mal runter. Und hier sehen wir dann schon ein bisschen mehr. So, hier gibt es auf jeden Fall mal die Tiere in Form von Pferden. Passend dazu haben wir hier natürlich auch den Transportanhänger stehen. Und ich finde das so genial, dass das Ding schon so abgerockt ausschaut. Nice. So, hier steht schon mal ein Traktor drinne. Unterstellmöglichkeiten haben wir hier. So, dann hier große Halle, Mähdrescher. Oh, geht sogar wie automatisch zu. Sehr schön. So, dann haben wir hier. Ah, alles klar. Hier müsst ihr dann euer Getreide abkippen, da geht's da oben rein. Und hier kriegt ihr dann euer Getreide wieder raus. Cool. So, dann haben wir hier Tiermenü. Okay. Das ist schon alles so dreckig. Rindspan, okay. So, Futterroboter. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal von oben an. So, also wir haben hier auf jeden Fall mal das Ganze sehr schön gelegen. Wir haben viel Platz. So, dann haben wir hier vorne das Eingangsportal, wenn ich das richtig sehe.
Jawohl. Sehr schön. Okay, das ist auch nicht schlecht. So, dann sieht man hier also auf jeden Fall mal schon mal die Hauptstraßen. Hier sieht man eingezeichnet die verschiedenen Farmen, die man bauen könnte. Und wir fliegen einfach hier mal vorbei, gucken uns den Bereich an. So, hier haben wir dann auf jeden Fall schon mal rechts das Feld. Und genau. For sale. Okay, ihr müsst natürlich den Bereich dann vorher erstmal kaufen. Ja, wie gesagt, hier haben wir dann dementsprechend die Felder, der Fluss, der hier zwischendurch schlängelt. So, dann sehe ich hier vorne auf jeden Fall schon mal KI-Verkehr. So, hier haben wir Tankstelle. Nice. So, hier drüben auch wieder for sale. Und einmal gerne zwischenspeichern. Das kennen wir ja auch. So, dann werden wir uns jetzt mal hier da oben einmal kurz hinbegeben. Besuchen. Schauen uns das Ganze hier einmal an. Auch das hier wieder schön an so einem Hang gelegen. So, dann gehen wir hier unten mal rüber. Das Sägewerk. Okay, das ist auch mal wieder so ein bisschen was anderes, nicht immer nur Standard. So, und hier, das habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Interessant. Und ich würde mal sagen, hier hat jemand die Spline nicht ausgeblendet. Aber es kommt auf jeden Fall ein Update. Da ist er schon dran. So. Oh. Da kommt schon der Zug. Sehr schön. Die Frage ist natürlich nur, der fährt jetzt hier lang und fährt da wieder raus. Das heißt, der hat hier keinen großen Wirkungsbereich. Okay, da ist auf jeden Fall mal Ende, Kollision. Das heißt, hier kann man dann erstmal seine Sachen auf den Zug laden. Auch hier. Und dann könnt ihr den rein theoretisch verkaufen schicken. Wenn ich das jetzt mal so richtig interpretiere. Ja. Okay, nice. Auf jeden Fall mal das Element, den Zug mit eingebaut. Finde ich genial. Ihr wisst ja, auf den Zug, da lege ich einen relativ großen Fokus. So, hier haben wir auch wieder eine freie Fläche. Hier gibt es dann eine BGA, die müsst ihr natürlich dann erstmal kaufen. Clear Water Cooperative. Sehr schön. Ja, hier haben wir dann eine kleine Stadt, kann man sagen.
Halt alles so ein bisschen im amerikanischen Stil. Dann natürlich die ganzen Produktion und Verkaufsstellen, was wir anfangs einmal schon erwähnt hatten. So, dann haben wir hier natürlich auch noch mal sehr schön The Feed Store. Seed, Fertilizer und Lime gibt es dort zu kaufen. Okay. Okay, cool. So, dann hätten wir hier wieder eine Möglichkeit für eine Farm. Also, ich muss ja sagen, auch hier die Texturen und so weiter, das gefällt mir echt gut. Nice, nice. So, hier haben wir denn auf jeden Fall mal den Viehhändler. Gesteinsbrecher. So, jetzt bin ich ja nur mal gespannt, wo das denn mit dem Bergbau ist. So, dann schauen wir mal. Hier ist der Gesteinsbrecher. Und hier haben wir auf jeden Fall dann die Möglichkeit über das Terraforming. Den Mod braucht ihr nämlich dann zusätzlich. Dann könnt ihr hier nämlich auch wunderbar euch mit dem Ganzen auseinandersetzen. Ich schaue mir jetzt nochmal an, ob wir hier irgendwo die etwas höheren Berghänge oder die Hügel haben. So wie bei dem anderen vorhin. Ob man hier auch raufkommt. Also wie gesagt, für eine Vierfachkarte ist das hier schon sehr, sehr viel Umfang. Man kann natürlich auch noch vieles selber machen. So, hier ist schon wieder Kartenrand. Hier sieht man den Zug, dass der hinten drum fährt. Also, ich sag mal, so was ich hier jetzt sehe, ist es auf jeden Fall mehr als interessant. Ich bin mal gerne gespannt auf euer Feedback. Ihr wisst ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich sehe gerade, wir sind schon, oh, fast bei einer halben Stunde Aufnahmezeit. Wahnsinn. Ja, und hier sieht man jetzt dann, Richtung Steinbruch, wenn ich das hier so sehe. Genau. Da müsst ihr natürlich den Bereich kaufen. Ah, deswegen
Bighorn Mine, Suburn Ridge, Clear Cut. Alles klar. Das heißt, ihr habt also da schon dann dementsprechend die Bereiche. Müsst das Ganze dann kaufen. Kostet auch dann 1,6 Millionen. Sehr schön. Also nichts für meinen Geldbeutel, um das mal schnell zu zeigen. So, dann hier natürlich auch. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, wir gucken noch mal hier in das Baumenü rein. Produktionstechnisch haben wir nur das, ist eh klar. Dann die Verträge, also sprich Missionen gibt es auch. Sehr schön. Dann haben wir hier die Pferdeweide und Ranchbahn. Jawohl. So, Baumenü. Gucken wir mal, ob es hier die ganzen Sachen noch extra dazu gibt. Genau, hier unten seht ihr dann die Zubehörsachen, was in dem Extra-Pack ist, was ihr downloaden müsst. So, dann haben wir hier Ranch Workshop, okay, Dealership. Farmhaus. So, produktionstechnisch haben wir hier Goldwaschplant, Goldwashroom, Goldsmelter. Das sind alle so die Sachen hier, was ihr hier schon teilweise seht. Tiere. Habt da auch extra Ställe. Also schaut es euch gerne mal im Detail an. Ist sehr, sehr genial gemacht hier. Und die Trigger, die ihr jetzt hier nicht seht, oder hier, die seht ihr natürlich dann erst, wenn ihr das Ganze hier kauft. Gut. Hier haben wir ein bisschen abgestorbenen Wald. Da gibt es noch so einen kleinen Aussichtsturm. Und da unten steht schon wieder unser Pickup. So, dann gehen wir hier nochmal auf die andere Seite rüber. Da waren wir nämlich auch noch nicht. So, da haben wir diesen Riesenkomplex, den kennen wir normalerweise sonst nur von der amerikanischen Karte für den Zug hier. Sehr schön. Also ich muss sagen, von der Stimmung, die die Karte hier erzeugt, ist es auf jeden Fall schon mal eine eigene Hausnummer. Und mir bleibt eigentlich nichts mehr anderes über, als nochmal hier in die Lok reinzuschauen. Was da jetzt so ist, ob das fehlerfrei ist. Okay. Ist too big, Maximum Support, das heißt für Konsolen. Okay, das heißt, ihr habt dann natürlich hier nur für PC. Ja, auch hier die Shape-Datei zu groß. Und dann haben wir hier dieses Cut. Das habe ich auch schon mal gesehen, weiß ich leider nicht, was das ist. Okay, sonst schaut das echt nice aus. Ja, also ich finde auf jeden Fall sehr genial, sehr gelungen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und Link natürlich in der Beschreibung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein
Däumchen da und natürlich auch gerne ein Abo und empfehlt uns gerne weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.